Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Plenarsitzung. Dritter Tag in dieser Woche. Alle sind gut, guter Laune, guter Dinge. Das freut mich. Ich öffne die Sitzung, stelle die Beschlussfähigkeit fest. Es ist ein weiterer Antrag verteilt worden, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD betreffend vollumklärliche Aufklärung des AWO-Skandals, Drucksache 20-3550. Dringlichkeit wird also als bejaht. Dann ist dies Top 86 und kann mit Top 60 aufgerufen werden. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen, beginnen im Anschluss mit den Aktuellen Stunden. Nach der Mittagspause Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend polizeiliches Fehlverhalten, Gewalt und Übergriffe gegen die Zivilgesellschaft stoppen und aufklären. Wir bekommen nach der Mittagspause besonderen Besuch im Landtag. Ein Kinderreporter von den ZDF-Kindernachrichten Logo wird sich heute bei uns anschauen, wie Politik in Zeiten von Corona funktioniert. Also benehmt euch. Hierzu wird er einen Blick in den Plenarsaal werfen und uns Abgeordneten in der Lobby auch die eine oder andere Frage stellen. Und ich bitte darum, sie mehr oder weniger auch intelligent zu beantworten. Wir wollen natürlich mit besonders gutem Beispiel vorangehen und uns diszipliniert verhalten. Achten Sie bitte auch auf die Abstände und die Masken. Ich will noch sagen, was das Thema Plaketten und Anstecker angeht, wir haben uns hier mal vereinbart, dass wir keinerlei Bekundungen mit irgendwelchen Plaketten machen. Das wird auch nicht gemacht. Und ich sehe auch, dass keiner mehr hier eine Plakette hat. Bin ich auch sehr dankbar dafür. Haben wir uns vereinbart. Ich meine, jeder könnte irgendwas dranhängen, aber weiter. Gut so. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht lange zu besprechen. Zum Fußball gibt es auch nichts zu sagen. Ist ja nicht viel los. Die Landtagself ist weiter ungeschlagen in diesem Jahr. Ja, und wenn es so weitergeht, zeichnet sich ab, dass das erste Jahr in der Geschichte der Landtagself ist, wo wir ungeschlagen werden. Damit hat der Wolfgang Decker, der ist morgens um 9 nie da. Entweder ist er noch im. Ach, Wolfgang, da bist du ja. Ich will dich ja besonders loben. Du hast alle Chancen, Trainer des Jahres in Hessen zu werden. Das ist also eine tolle Geschichte. Und Messi ist auf dem Markt, wenn du noch ein bisschen was zukaufen willst. Brauchst nicht, ist zu alt. Gut, auch gut. Also du hast alle Chancen, Trainer des Jahres zu werden. Und ob du Trainer in Deutschland, musst du mit Hansi Flick dann konkurrieren, das können wir sehen. Ich bin im Vorfeld dieser Sitzung mehrfach angesprochen worden von Fans, gerade von Eintracht Frankfurt, Mönchengladbach. Die haben mich gebeten, nicht zu vergessen, heute den Bayern zu gratulieren. Und Sie wissen, Zuneigung und Sympathie ist hier gleich verteilt. Es sind, was die Zuneigung für Fußballvereine geht, völlig neutral hier oben, das weiß jeder. Trotzdem gratulieren wir natürlich unseren Bayern zum Triple. Sie haben ja auch Hessen gut vertreten, Deutschland und Hessen gut vertreten. Und auch die Landesregierung freut sich darüber. Ich meine, das ist ja eine schöne Sache. Und so steht es auch jetzt im Protokoll, meine Damen und Herren. Das wäre schon, was ich an Vorbemerkungen hätte. Wenn es von Ihrer Seite nichts mehr gibt an Vorbemerkungen, keinerlei Grußworte und so weiter.